Ich kann mich an Geschichten vor dem Untergang erinnern. An eine Welt vor den Monstern. Niemand weiß, wo die Saat ihren Ursprung nahm. Oder warum sie uns heimsucht. Aber sie lauert irgendwo da draußen, in der Finsternis. Von den wenigen Überlebenden haben sich einige mit der Zeit selbst in Monster verwandelt. Die restlichen von uns halten die Stellung. Doch die Saat bleibt unermüdlich. Das Leben hier wird nie wieder so sein wie in den Geschichten von damals. Doch dies ist unser Zuhause. Und wir werden niemals aufhören, darum zu kämpfen.